Guten Abend zur Pressekonferenz nach einem torlosen Unentschieden zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Trainer und darf dich, Martin, zunächst um deine Einschätzung des Spiels bitten. Ja, auch von meiner Seite guten Abend. Ja, ich bin sicher ein Trainer, der mit dem 0-0 hier sehr gut leben kann. Wir sind zwar gekommen, wir waren mutig, auch von der Aufstellung her. Wir wollten hier gewinnen, wir haben auch auf Sieg spielen wollen. Am Anfang haben wir gesehen, es war beidseitig zwei, drei Großchancen auch da, dass ein Team in Führung gehen kann. Und ich glaube, für uns war dann wichtig, dass wir es geschafft haben, solid zu stehen, gut zu stehen, wegzuverteidigen, den Gegner auch weghalten vom Tor. Aus dem Spiel raus ist es sehr gut gelungen. Bei den Standards war natürlich jedes Mal eine Gefahr da. Wir wussten die 5, 6 Hünden fast nicht wie zuteilen. Bei unseren Spielen, wo wir die Größe nicht haben, haben wir auch gut geschafft. Und deshalb denke ich am Ende des Tages diesen Punkt sicherlich auch dadurch verdient, durch sehr viel Fleiß und gute Defensivarbeit und auch die zu Null. Das zu Null war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, auch wenn man die Geschichte, die jüngste kennt. Auch nicht unwichtig für unser Team. Jetzt haben wir gegen Bayern und gegen Wolfsburg zwei Top-Acts der Liga, haben wir zwei Punkte geholt. Ich glaube, zwei wichtige Punkte. Im Moment macht man damit noch keine Sprünge, aber das sind Punkte, glaube ich, wo wir sind und um es da rauszupudeln, sehr wichtige sind. Im Moment sind es Punkte der Moral und die nehmen wir dann gerne mit. Und ich wünsche Wolfsburg weiterhin guten Weg, europäisch wie auch in der Liga. Sieht sehr gut aus seit einiger Zeit hier und ich freue mich für alle die ich auch noch kenne von damals und alles gut auf eurem Weg. Und wir gehen zurück, wir haben sehr viel Arbeit vor uns und nehmen den Kampf aber an um den Klassenerhalt und das wird weitergehen. Dankeschön. Vielen Dank, Oliver. Wie hast du die Partie gesehen? Ja, ich denke, dass wir am Ende des Tages mit dem Punkt leben müssen. Klar war unsere Zielsetzung eine andere, nämlich ein Heimsieg. Wir müssen auch so ehrlich zu uns selber sein, dass wir heute dass die Leistung heute nicht unbedingt so war, dass dann ein Sieg herausspringen muss, sondern ja, wir haben uns erste Halbzeit sehr, sehr schwer getan. Auch die geistige Frische hat heute gefehlt. Wir waren etwas langsam im Kopf, hat man gemerkt, bei zweiten Bällen, bei Entscheidungen treffen. Wir haben ganz, ganz viel. Der erste Ballkontakt war nach hinten gerichtet, anstatt der Blick nach vorne. Und das war dann erste Halbzeit nicht so gut. Zweite Halbzeit haben wir dann etwas druckvoller nach vorne agiert, ohne uns jetzt aus dem Spiel auch die letzten oder die Großchancen herauszuspielen. Auch hier hat die letzte Genauigkeit gefehlt, mal ein Pass hinter die Abwehr. Und wenn dann auch noch der Schiedsrichter ein Tor zurücknimmt, dann denke ich, geht das 0-0 auch in Ordnung, dass sich Augsburg mit sehr, sehr viel Fleiß, mit sehr, sehr viel Engagement, denke ich, auch verdient hat. Und wie gesagt, unsere Leistung war heute nicht so, dass ein Sieg zwingend herausspringen hätte müssen. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Thomas Hiete vom Kicker. Herr Glasner, Sie haben das zurückgenommene Tor angesprochen. Wie haben Sie die Situation gesehen? Da sind ja gleich mehrere Sachen drin gewesen. Dass er aus dem Abseits kommt, das ist klar. Wie haben Sie das mögliche Handspiel von Tenjedwaj gesehen? Ja, klar, man sieht auch nicht ganz genau, ob nicht Wout irgendwo den Ball noch abfälscht, dann wäre es eine neue Situation gewesen. Dann springt ihm auf die Hand. Ich denke, die Entscheidung war zumindest etwas klarer, wie die am Freitag, wo ein Spieler den Ball auf der Linie stoppt und dann Elfmeter gegeben wurde, wo wir alle überrascht waren. Und von dem her ist es so, wie es ist. Natürlich waren jetzt die letzten drei, wir hatten ja in Gent eine klare rote Karte, die nicht gegeben wurde für den Gegner, ein irreguläres Tor in der Nachspielzeit und heute halt auch ein zurückgenommenes Tor. Da müssen wir jetzt durch und werden wieder Spiele kommen, wo vielleicht dann so eine Situation zu unseren Gunsten entschieden wird. Möchte mich hier dann, wie gesagt, es haben sich, weiß ich nicht, 4, 5 ausgebildete Schiedsrichter die Bilder angesehen und haben sicherlich ihre Entscheidungsgrundlage dazu, dass sie dieses Tor zurückgenommen haben. Hier vorne in der ersten Reihe. Herr Schmidt, eine Frage zu Daniel Bayer. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Er war jetzt lange verletzt. Ich habe gefunden, er war der Stabilisator. Ja, der Dani Bayer war jetzt ja, glaube ich, gesamthaft 5 oder 6 Wochen nicht mehr dabei. Seit dem Bremen-Spiel ist er ja raus.
am dritten Spieltag und hat sich jetzt über die letzten 10 Tage im Training wieder rangearbeitet und wir wussten, dass es heute wahrscheinlich für 90 nicht ganz reicht. Er hat dann auch in der 70, 75 Minute die Hand gehoben und gesagt, Coach, langsam geht die Kräfte zu Ende, wir wollten ihn auch nicht überfordern. Man wechselt natürlich gar nicht gerne so einen Stützspieler, den Kapitän, kurz vor Schluss aus, aber wir wollten, dass er wieder dran bleibt, dass er wieder die neue Woche starten kann und haben dann den Chef reingemacht. Also war sehr, sehr wichtig. Kapitän ist wieder an Bord, hat uns sicher Stabilität gegeben, hat viel geredet, hat gut geredet in der Kabine, auch auf dem Platz. Und ich glaube, das sind alles so kleine Bausteine, die wir brauchen, um in der Liga uns zu festigen und weiter nach vorne zu arbeiten. Christian Otto. Herr Glasner, wie stolz kann man jetzt sein, nach 9 Spieltagen zwar noch ungeschlagen zu sein, oder ist es eher ärgerlich, weil Sie hätten ja heute nach ganz oben springen können, haben ja eigentlich nur Minuten oder Millimeter gefehlt? Ja, natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, weil es eine schöne Momentaufnahme gewesen wäre. Auf der anderen Seite denke ich, dass hier, wo wir jetzt stehen, dass das auch passt und vielleicht sogar auch etwas mehr zu unseren Leistungen wie andersrum. Und deswegen ja, ist die Tabelle auch so ganz ordentlich anzusehen. Anschlussfrage, was heißt das, dass das passt? Dass Sie noch nicht reif für ganz oben sind? Also sehen Sie noch nicht als Spitzenmannschaft oder doch? Ja, was die Tabelle angeht, dann sind wir ja im Spitzenfeld mittendrin statt nur dabei. Und ja, wie gesagt, für unsere Themen sind wir eine Spitzenmannschaft, gehören wir auf Platz 1, auf 3, auf 5 oder 6 und unsere Themen sind, wie wir in den nächsten beiden Tagen den Kopf und den Körper so frisch bekommen, dass wir gegen RB Leipzig im Pokal weiterkommen und darauf werden wir unseren Fokus, unsere Konzentration legen und auch das nochmal den Spielern, die versuchen und geben hier immer ihr Bestes und ja, heute hat es nur für einen Punkt gereicht. Herr Schmidt, wie sehr zittert man in der 83. Minute, ob das Tor anerkannt wird oder nicht? Ja, man weiß in dem Moment, dass man nichts beeinflussen kann. Man wird vom vierten Schiri informiert, dass es untersucht wird. Und in der Zwischenzeit habe ich mir eigentlich überlegt, was ich euch dann jetzt hier sage. Jetzt ist der kurz vor Schluss gewonnene Punkt gegen Bayern wieder weg. Verloren haben wir eigentlich nur einen Punkt mit dem Tor noch. Also ich habe mir eigentlich schon seltsamerweise schon so Gedanken gemacht, wie moderiert man das jetzt? Schade um das Spiel, ganz klar. Ja, man kann ja nicht viel anders machen. Und deshalb ist man dann natürlich auch froh, wenn der Schiri sich so entscheidet. Mal kippt es auf die Seite, mal auf die. Ich glaube, aufs ganze Jahr gleicht sich das aus. Und ich glaube, wenn es wirklich so war, dass der Wechhorst mit dem Kopf nicht an war, war es abseits von Ballabgabe. Und dann war es so. Soll für Gerechtigkeit sorgen, in diesem Fall für uns natürlich gut und glücklich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Allen einen schönen Restsonntag und euch eine gute Rückreise, Martin. Dankeschön.